Hey ihr geilen Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Elden Ring und das sind die Leute, die mich unter anderem monatlich supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani Nakashima, Ani 1407, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Berry Cabbage 8, Blue Fire 486, Broken Eggs, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XCX, Drake 93, Onkau 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Leon der Mittler, Maurice MZ, Metal Dragoner X, Mr. Numdos, Neo Chaos, Nixtar, Lotso Toxic, Pat Cardi, Panarik 90, Parasitäre Fäule, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupu Fischpup, Reik Boretzky, Rylion Donovan, Rufus Platus, Schattenmonster, Sebastian HH, Seguyan Fantan, Simirizzi, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, The Phoenix, Torf Erde, Troop 2222, TWD Mr. Wayne, Wutzli, X-Rock und ZX94. Ja, damit geht's los, ihr geilen Leute. Elden Ring ist es da, ich darf's spielen. Einen Tag früher sogar. Und natürlich werde ich das zelebrieren, soweit es geht. Ich werde heute mal ein paar Parts hochladen, aber auch nicht zu viel. Ja, ist noch Offline-Modus natürlich. Ich werde mal ganz kurz ins System schauen. So, damit passt das. Ich werde es natürlich offline spielen, versteht sich. Und wir starten neu. Ach, schön. Ich freue mich. So, und ich werde natürlich alle Items vorlesen. Das möchtet ihr wahrscheinlich immer gerne hören, wenn ich das mache. Oh, guck mal, die Auswahl sieht jetzt schon mal ein bisschen feiner aus. Ist alles viel größer. Vagabund. Statusanzeigen. Ah, hier sehen wir die Skill, also die Werte. Da haben wir ein Schwert und eine Hellebarde. Warte mal, kann ich da irgendwie schon mal so ein paar Infos haben? Nee. Ja, der Krieger. Der Held. Oder die Heldin natürlich. Kraft, Geist, Kondition, Stärke, Geschick. Ist ja klar, also Kraft weiß ich gar nicht. Geist weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich unsere Lebensenergie. Kondition ist die Ausdauer. Stärke, Geschick ist klar. Weisheit, Glaube und Arkanenergie. Bandit. So mehr so auf Geschick basiert, ja. Krieger ist auf Stärke. Ne, also auf Geschick, okay. Held ist auf Stärke. Gibt's auch so einen Misch. Astrologe ist Weisheit. Also mehr heilige Zauber, denke ich mal, Glauben. Weisheit, Glaube, ja, okay. Oh, der Samurai ist vielleicht ganz interessant. Geist, Kondition, Stärke. Oha. Gefangener. Geschick, Weisheit. Der Helm sieht ja mal abgefahren aus. Bekenner und Bettler. Aha. Die haben alle diesen einen Zauber, seht ihr? Alle haben diesen gelben Zauber. Ich schwank jetzt gerade zwischen zwischen Krieger und Samurai. Stärke, Geschick. Nur der Samurai hat halt mehr Geschick als Stärke. Und wenig Geist dann bei der Kraft. 11. Samurai 12. Ich glaube, ich nehme Samurai hat einen Uchigatana, schätze ich. Einen Bogen. Ich nehme den Krieger, komm. Ich bin mal ganz langweilig. Oder den Vagabund. Guck mal, der Krieger, der hat zwei Krummschwerte. Nee, ich glaube, ich nehme den Vagabunden. Ich bin mal ganz langweilig, aber das ist ja eh nur die Startklasse. Später kann man sich ja dann anders noch entscheiden. Alter, erwachsen. Oder älter. Vielleicht bin ich ja schon älter. Aber warte mal hier. Ein Ritter verbannt aus seiner Heimat aus ewiger Wanderschaft. Solide Rüstung. Der Krieger ist ein beidhändig bewaffneter nomadischer Krieger. Außergewöhnliche Technik. Der Held ist ein standhafter Held mit einer Streitaxt. Nachkomme eines Häuptlings aus dem Ödland. Es ist halt ganz anders als in der Beta von den Klassen. Ein gefährlicher Bandit, der Schwachpunkte angreift. Ausgezeichneter Bogenschütze. Ein Gelehrter, der sein Schicksal an den Sternen liest. Schimmersteinzauberer liegt ihm im Blut. Der Prophet, ein Seher, verbannt wegen seiner düsteren Prophezeiungen, bewandert in heiligen Anrufungen. Was hat er denn da als... Ist das eine Glocke? So ein Charm wahrscheinlich zum Wunderwirken? Ein geschickter Kämpfer aus dem Schilfland, bevorzugt Katanas und Langbögen. Ein Gefangener mit einer eisernen Maske. Oder mit einer eiserner Maske. Vor seiner Verurteilung gehörte er zur Elite und studierte Schimmersteinzauberei. Ein Spion des Klerus, versiert in Schwertechniken und... Anrufungen. Ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht, der Bekenner. Und Bettler, ein armer Teufel, nackt wie am Tage seiner Geburt. Eine Keule ist alles, was er besitzt. Ja, ich nehme den Vagabund. So, Andenken. Rotes Bernsteinmedaillon. Nee, erhöht maximale LP. Ist das Zwischenlandrune?
Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Also Runen sind die neuen Seelen übrigens. Goldene Saat, ein goldener Samen, Treibgut aus dem Zwischenland, verstärkt angeblich Heiligflaschen. Ist es für meinen Estus quasi? Die Asche winziger Golems, angeblich enthält die Asche sogar Geister. Asche der Vampirwichte. Gesprungene Töpfe. Na, das ist blöd, damit kann man sich, glaube ich, einfach nur so Bomben herstellen. Zwei Steinschlüssel in Schwertform heben Siegel von Wichtstatuen auf, können jedoch nur einmal verwendet werden. Betörende Äste. Fünf heilige Äste, erfüllt von betörender Macht. Sie stammen angeblich von dem Halbgott Mikella. Und Garnelen, fünf gekochte. Fünf Portionen gekochtes Garnelenfleisch, erhöht Resistenz gegen körperlichen Schaden. Irres Antlitz eines Adligen, dessen Augen herausgerissen wurden, zieht Aggression von Feinden an. Shabiriris Kummer. Ich nehme die goldene Saat, komm. Detailliertes Aussehen. Oh, soll ich wieder so einen Freak machen? Ich will eigentlich nicht wieder so einen Freak machen. Komm, das ist mir eigentlich alles egal, wie das aussieht hier. Wow, das ist mal eine fesche Friede. Ich nehme den He-Man. Nein. Nein, nein, wir nehmen den He-Man. Was nehmen wir denn? Ah, das ist doch cool. So die Nathan Drake Gedächtnisfriese. Alles klar. Ich habe ein bisschen mehr so meine Haarfarbe. Geht ja schon ein bisschen ins Grau über. Langsam. Guck mal, das ist alles dasselbe. Glanz. Oh, die soll noch mehr glänzen. Nein, komm. Oder können wir sie ganz glänzend machen oder ganz stumpf? Wir machen sie mal ein bisschen stumpfer. Wurzeldunkelheit. Sieht man kaum einen Unterschied. Ja, so grau bin ich jetzt auch noch nicht, ne? So, Gesichtsbehaarung. Wir brauchen auf jeden Fall einen Bart. Einen fetten Vollbart. Stoppeln. Wimpern. Also, ist eigentlich alles egal. Augen. Mal blau. Trübfärbung brauchen wir nicht. Hautdetails. Poren. Ich habe keine Poren. Ich bin Android. Kosmetik? Nee, komm. Tattoozeichen, Augenklappe. Nee, ist ja auch nicht so wichtig. Wir haben eh die ganze Zeit einen Helm auf, dementsprechend passt schon. Körper ändern, Kopf. Nee. Oh Gott, nee. Nee, ja komm. Er ist ja sonst generell mehr so ein Schmalhans, ne? Oh, komm, dicke Arme hier. Dicke Beine. Ja, das ist ein bisschen zu dick, sonst sieht es lächerlich aus. Körperbehaarung. Ja, bitte. Ist halt kaum, ne? Also. Muskulatur, muskulös. Ja. So sehe ich auch aus. Nee, würde ich gerne. Aber er ist so ein bisschen... Ja, ein bisschen Teigfigur. Sieht es teilweise aus. Also sieht nicht ganz so echt aus, aber ist ja auch egal. So. Wir beenden die Erstellung. Gib deinen Namen ein. Ach so. Warte, kann ich das... Hallo? Muss ich das mit der Tastatur? Oh, wie wäre es, wenn ich mich verschreibe und noch Sonderzeichen hinzufüge? So. Ich war gerade kurz irgendwie bei der PlayStation, dass ich PlayStation spiele. Deswegen hat es mich gewundert, dass das Feld nicht aufploppt. So. Der Brugger. Und ich werde die Parts nicht so lange machen, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde maximal, weil ich muss ein bisschen was im Voraus aufnehmen. Ja, ja, ja. Ich habe das Wochenende meine Kleine. Dementsprechend werde ich nicht so viel spielen können, aber ich versuche mein Bestes zu geben und euch schon mal... Ja, das Intro, viel Spaß. Tell a story. Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish.
soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dung Eater. And Sir Gideon Othmir, the all-knowing. Krass, also die Lore ist jetzt wieder was für die Lore-Guys unter euch, oder Lore-Girls. Aber für mich ist das jetzt alles nur... And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring, and become the Elden Lord. Ja, krass, dann sind wir also wie in Teil 2 quasi dann der neue Fürst. Ich meine, im ersten konnten wir uns ja entscheiden. Der Ring. Ist so ungewöhnlich, dass man springen kann jetzt, weil vorher war ja alles bestätigen mit A und jetzt, oder mit X. Beziehungsweise. Runzlingerfinger des Befleckten. Aha. Aber ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich... Mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besteigt den Thron des Eldenfürsten. Erstmal gucken. Über das Inventarmenü könnt ihr die Objekte ansehen, die ihr tragt, sie fallen lassen oder wegwerfen. Ihr könnt auch Werkzeuge aus dem Inventarmenü benutzen. Oh, alle Runen verlieren und bis zum letzten Ort, oder zum letzten Ort der Gnade reisen. Das ist das Item, was jeder hat am Anfang. Runzliger Finger des Befleckten zum Schreiben von Nachrichten an andere Welten. Und hier goldene Saat, ja. Ein Langschwert. Gibt gar keine Texte mehr dazu, ha? Huh? Ah, doch, hier. Ein gerades Schwert mit zwei Schneiden. Diese hervorragend ausbalancierte Waffe verursacht normalen Schaden und ermöglicht mächtige durchbohrende Angriffe. Duell, also das Talent. Dieses Talent beginnt mit gerader Schwerthaltung, setzt mit einem normalen Angriff nach, um aufwärts durch die gegnerische Abwehr zu schlagen oder mit einem starken Angriff, um ihn mit Anlauf einen Stoß auszuführen. Eine Stangenwaffe mit langem Griff, die Elemente von Axt und Speer kombiniert, kann für wiederholte Stoßangriffe auf einen Gegner oder ausholende Hiebe gegen mehrere Gegner eingesetzt werden. Eine vielseitige Waffe für alle Situationen. Talent, wuchtiger Ansturm. Mit der Waffe an der Hüfte stürmt ihr schnell vorwärts und stoßt zu, halten, um größere Distanz zu überbrücken. Großer Metallschild, das ist jetzt alles nicht so wichtig, oder? Aber hier, das ist vielleicht wichtig. Vagabundenritter Helm. Der Helm eines Ritters, der aus seinem Heimatland verbannt wurde. Dreckig und nach der langen Reise des Trägers deutlich ramponiert. Das Visier ist kaputt und lässt sich nicht herunterklappen. Metallrüstungen sind schwer, aber stabil und bieten hervorragende Schadensresistenz.
Das Wappen ist zerbeult oder verbeult. Metallrüstungen sind schwer. Genau. So, jetzt kann ich zum Beispiel hier. Kann ich in beide Hände wechseln und das ist die Powerhaltung, oder? Ja. Mit L kann ich die Powerhaltung wählen. Das braucht keine Ausdauer. Das ist die schwere Attacke. Ja. Ich muss mich halt echt dran gewöhnen, dass ich mit Y benutze, aber es sieht so cool aus, ne? Ehrlich gesagt, von den Bildern, von den Videos habe ich gedacht, so, ja, so Dark Souls 2 vielleicht, ne? Von der Optik, aber nee, es ist definitiv schöner. Ah, und ich kann mich auch ducken. Wie kann ich dann springen? Ja, wow, wie kann ich denn springen? Schon wieder vergessen. Also mit dem linken Stick duckt man sich. So rennt man und so springt man natürlich mit X. Oder mit A. Oh Mann. Oh, die geht auf. Tür ist blockiert, schade. Geheimband. Oh, die Effekte sind schön mit den Funken. Den sprühenden Funken. Nee, geht's nicht. Wahrscheinlich komme ich später hier hin nochmal. Oha. Das ist ja krass hier. Eieiei, ist das hübsch? Ist das hübsch? Aber doch ist ja Tutorial Ground hier. Das mit dem Schleichen finde ich vor allem super. Dass man jetzt wirklich einen Knopf hat und nicht einfach nur den Stick ganz leicht bewegen muss. Und wie gesagt, es ist ja nur Open World, nicht vergessen. Also es gibt wahrscheinlich viel zu entdecken. Und man kann noch mehr verpassen unterwegs. Deswegen immer schön alles absuchen hier. Aber warum verliere ich keine Ausdauer beim Sprinten? Wahrscheinlich eben Tutorial, ne? Schon mal eine Nebelwand. Entweder kommt jetzt hier was oder hinter der Wand, ja. Ein verpflanzter Spross. Dieser Boss, den man jetzt noch nicht besiegen kann, oder? Kann ich den schon besiegen, nur weil ich gerade so schlecht bin? Geht's nicht. Au. Okay. Ja, ich bin echt so langsam mit der Rolle. Vielleicht ziehe ich noch ein bisschen was aus, mache mich nackig. Aber natürlich kann man den auch besiegen, ist ja klar. Hat er mich gerade ins Wasser geworfen? Ich meine, die ersten Bosse kann man immer besiegen, die Tutorial-Bosse. Man muss nur genug Skill haben. Nicht so wie ich, natürlich. Die Rüstung hat auch schon bessere Tage gesehen. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring.
Natürlich ist es wieder eine Maiden, die uns rettet. Even if it does violate the Golden Order. Ja, also man merkt halt sofort die Handschrift, ne? Es ist immer noch ein From-Software-Spiel. Wo man jetzt bei Sekiro vielleicht nicht sofort gesehen hat, dass es so eins ist. Bloodborne auch schon eher, aber hier sieht man ganz deutlich, dass es wie Dark Souls, ne? Ist alles nur ein bisschen anders. Aber es geht ja auch um die Story. Ich meine, die Story von Dark Souls war ja abgeschlossen. Wäre halt sinnlos, wenn man jetzt einfach einen vierten Teil gemacht hat, dann lieber gleich ein neues Franchise, oder? Aber wie gesagt, mich interessiert die Lore jetzt eigentlich nicht so sehr. Ich bin mehr so auf Gameplay aus, weil die Lore ist echt verzwickt. Und so ein bisschen, ja. Wie benutze ich die jetzt? Mit Quadrat, schätze ich mal, aber ich... Ja, werde erstmal noch nicht trinken. Die Höhle des Wissens liegt tief unten. Oder tiefer unten. Okay. Tapferer Befleckter wagt den Sprung. Des Lernens und des Echos. Erinnert euch an die Kunst des Krieges und euer Kriegerblut. Okay. Nee, danke, doch nicht. Ich will erstmal gucken, weil da oben ist auch noch was. Parade, ja. Wäre das vielleicht gewesen, hätte ich diesen komischen Typen da besiegt, dieses Etwas, dieses Teil. Okay, soll ich mal runter? Natürlich nicht ganz runter, dann würde ich auf jeden Fall sterben. Okay, das hat... ich lasse das hat mal eingeblendet, Leute, weil ich finde das irgendwie ein bisschen seltsam. Dass ich das nicht sehe, weil ich bin es gewohnt bei Souls-Spielen, dass man das hat sieht. Also sorry, wen stört, aber ich muss es ja spielen, oder? Das Rasten an einem Ort der Gnade stellt eure LP und FP wieder her und befreit euch von Statusleiden. Außerdem werden alle Heiligflaschen aufgefüllt. Durch diese Rast kehrt der Großteil eurer besiegten Gegner von den Toten zurück. Wahrscheinlich außer Bosse natürlich. Orte der Gnade findet ihr dort, wo das Licht konvergiert. Diese Erklärung erhaltet ihr als Informationsobjekte und könnt sie jederzeit über euer Inventar prüfen. Schön. Ich muss nicht rasten, wahrscheinlich nur, wenn ich was auffrischen will. Aha. Backstabben, ha? Huh? Was wäre jetzt oben gekommen, wäre ich weitergegangen? Schade, ich dachte, er dreht sich gleich zweimal. Ausweichrolle, Schritt so. Ja, ja. Tutorial, ne? Kennt man alles. Mist, ich wäre lieber erstmal oben lang gegangen. Wow. Glaubst du, du triffst mich von da oben? Ernsthaft? Ah, Waffe handhaben. Ihr könnt für jede Hand bis zu 3 Waffen ausrüsten und dann zwischen ihnen wechseln. Ja, das weiß ich. Danke. Ich dachte, man kann auch diesen... Nee, kann man nicht. Ich dachte, wenn ich da vorne... Warte mal, vielleicht so. Nee, ich kann nicht diesen Schlag, wenn ich nach vorne flitsche und dann L oder R drücke. Nee. Ah, guck mal, so kann ich dann... auf die Items. Auf die zweiten Items, wenn ich Y gedrückt halte. Ey. Oh, oh.
echt langsam. Also ich bin echt langsam. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht. Egal. Ich wollte gar nicht trinken. Waffen haben Talente, also besondere Fähigkeiten. Ja, okay, der wuchtige Ansturm hier. Kostet das FP, also Fähigkeitspunkte, ne? Was machst du denn da? Darfst du buddeln hier? Ich glaube nicht, dass du hier buddeln darfst. Oh, man kann auch schleichen, guck mal. Also ich meine durch die Büsche. Ach schade, jetzt wollte ich halt nie erfahren, was da oben war. Da oben, wo man noch lang gehen konnte. Ja gut, ich werde schon erfahren, weil ich es nochmal spiele, aber... Warte. So, Sturmangriff. Yeah. Was ist das denn? Marikas Pfähle. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Okay. Cool. Oh, lass mich raten. Bosskampf. Vielleicht nochmal gegen das Vieh? Oh, Soldat Godrix. Abwehrkonter. Oh ja. Aua. Alter, der kann ja gar nichts. Guck mal, wird er eins tot gesteppt. Gegner zu Fall gebracht. Zufall? Oder zu Fall gebracht? Man weiß es nicht. Ich brauche echt keine Ausdauer beim Sprinten. War das schon vorher so? Okay, außerhalb des Kampfes wollen die... Ah, ich komme doch wieder hier hoch. Das ist ja schön. Stärke. Krass, ich komme einfach wieder hier hoch. Hui. Das war wohl nur... Warum ruckelt es hier eigentlich so? Es ist wie so ein Gummiband, wenn ich hier die Treppe hochlaufe. Ah, nice. Nice, nice. Leute, ich würde sagen, das reicht schon mal für den ersten Part. Ich werde das Ding jetzt rendern und hochladen. Ich danke euch schon mal sehr fürs Zusehen bis hierhin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zu Elden Ring. Lasst mir Liebe da, liked das Video, kommentiert was Schönes und dann kommen heute noch ein paar. Dankeschön, auf Wiedersehen.